Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Shadow of the Tomb Raider. Wir befinden uns wieder in der Mission und machen mit der Mission weiter. Die Mission weiter heißt an der Stelle, Jonah, der wartet eigentlich auf uns. Den haben wir einfach eiskalt stehen lassen vor zwei Folgen. Das ist nicht so schlimm, kriegen wir hin. So, der ist hier hinten lang gelaufen. Komm, Turbo. Und da irgendwie rein und hat angefangen, was zu durchsuchen. Das machen wir jetzt mit. Guck mal, so lange hat er gewartet auf uns. Ui. Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Unter den Flügeln. Hier fehlt ein Rohr. Nee, ein Buch fehlt hier. Ein Rohr. Sah aus wie ein Rohr, was hier drin ist. Aber es sind Bücher. So eine Kapitel oder wie die Dinger sich schimpfen, ne? Wahrscheinlich muss ich nach oben gehen. Hier ist Licht noch was. 25. Dezember 1603. Es ist jetzt 4 Tage her, seit wir der Stadt den Rücken gekehrt haben. Wir reisten in Stille und in Gedanken versunken, geleitet von einer Mischung aus Trauer, Erleichterung und Freude. Lopez und ich verließen den Dschungel und fanden uns auf einer Lichtung wieder, unter den starren Blicken mehrerer Gesichter, die in den Berghang gemeißelt worden waren. Lopez hatte einen Vorfall, wie er es später nannte. Er warf sich vor den Gesichtern zu Boden und flehte um Vergebung. Die Sünde, die am schwersten auf ihm lastete, war, dass er Perez den fremdartigen Kriegern überlassen hatte. Sie hatten sich im Laufe unserer Reise angefreundet. So sehr ich mich auch bemühte, konnte ich ihn doch nicht trösten. Also entzündete ich ein Feuer und wartete, während er seine Taten verdammte und die stummen Steingesichter um Vergebung anflehte. Schluck Wasser getrunken, ja. So. Hier ist doch was. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Was? Ach so, da Federn. 26. Dezember 1603. Als mich Lopez heute Morgen weckte, hatte er bereits ein spartanisches Frühstück zubereitet. Das hier ist unsere Bestimmung, sagte er mit einer kalten Entschlossenheit in der Stimme. Verglichen mit seinem gestrigen Verhalten war er wie ausgewechselt. Ich beendete mein Mahl, während er über göttliche Gerechtigkeit und seine eigenen Fehler sprach. Nun jedoch hätte ihm Gott die Hände auf die Schulter gelegt und ihm den Weg gezeigt. Von dieser kleinen Mission aus werden wir das wahre Wort Gottes verbreiten, sagte er und zeigte auf ein Lehmgebäude direkt hinter den Steingesichtern. Wir werden dem Auserwählten den Weg bereiten, denn nur derjenige, der ihn beschreitet, wird dieser Schatulle würdig sein. Die Musik ist schön. Ha, ich wusste es. Das ist Johannes, Sohn des Zebedäus und einer von Jesus' Aposteln, auch genannt der Lieblingsjünger. Er und sein Bruder Jakobus waren für ihre Impulsivität und ihr Temperament bekannt, weshalb Christus sie Boanerges nannte, die Donnersöhne. Johannes werden 5 Bücher des Neuen Testaments zugeschrieben. Das Johannesevangelium, die 3 Johannesbriefe und die Offenbarung des Johannes. Er ist der Schutzpatron der Liebe und Treue, sowie der Schriftsteller, Verleger und Gelehrten. Eines seiner Symbole ist eine Schlange in einem Kelch, als Sinnbild dafür, dass er über die Opfer von Vergiftungen und Verbrennungen wacht. Was sie nicht alles machen. Diese grobe Skizze zeigt den heiligen Johannes, der einen Dämonenangriff zurückschlägt. Möglicherweise war diese Szene für eines der Fresken in der Mission gedacht. Story abgeschlossen, okay. Ja.
Nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Jonah, die zwei Bibelzitate. Die Sonne ohne Schein und die Zuflucht unter seinen Flügeln. Was bedeutet das? Der Reiher und die Eklipse. Das ist es. Suche einen Reiher und eine Eklipse. Mhm. Ich guck mich das mal hier um. Da unten ist was. Steingesichter beweinen Jesus auf seinem qualvollen Pfad. Zu viele starben und weitere folgen und weitere folgen und weitere folgen. Sein Licht weist den Weg. Geschimpfe heißt das Ding da überschrieben. Oh, Gold, sehr gut. So, ich glaube, wir sollten nach unten. Wir nehmen die Abkürzung. So. Das sieht gut aus. Oh, hier ist auch noch was. Als ich die Tür schloss, herrschte eine derart gewaltige Stille, dass ich den Atem anhielt, um sie nicht zu durchbrechen. Lopez wandte sich zu mir um, mit wildem Blick und einem entrückten Lächeln im Gesicht. Er kam mit ausgestreckten Armen auf mich zu und einen kurzen Moment lang ergriff mich Furcht. Dann umarmte er mich und seine Finger gruben sich in meine Schultern. »Ich habe sie gefunden«, flüsterte er mir ins Ohr. Er ließ mich los und schritt durch den Raum. Wände aus reiner Jade, die bis in den Himmel reichten, vollständig bedeckt mit kunstvoll gearbeiteten Mosaiken und gemeißelten Figuren. Ich folgte ihm mit einigem Abstand, als er sich einem Altar näherte und sah zu, wie er dort eine silberne Schatulle an sich nahm. Ja. Noch ein Brief. Yeah. Die anderen befürchten, Bruder de la Cruz und Bruder Serrano werden nicht zurückkehren. Ich habe bislang darauf beharrt, dass sie stets zurückgekommen sind und es auch diesmal tun werden. Doch inzwischen wächst auch in mir die Sorge, wir könnten sie nie wiedersehen. Und dieser Gedanke erfüllt mich mit Trauer. Wir werden ihr Werk fortsetzen. Entweder kehren sie zurück und sehen, dass wir ihre Lehren nicht vergessen haben, oder sie blicken aus dem Himmel auf uns herab und segnen uns für unsere Beharrlichkeit. Ja, ist egal, wie immer das Positive draus sehen, ne? So, dann machen wir mal das große Ding hier auf. Oh, die schöne Zeichnung. Na toll. Das Kreuz sieht aus wie aus dem 17. Jahrhundert. Ist es von Lopez? Ja. Eine komplette Wandmalerei. Vera Cruz. Das wahre Kreuz. Ist es das, was ich denke? Sein Arm blutet immer mehr. Daran gibt es keinen Zweifel. Da, Jesus nimmt das Kreuz auf. Das sind die Stationen des Kreuzwegs. Aber es fehlen einige. Vor 1600 gab es nur 7 Stationen. Das dürfte zu Lopez Zeit gewesen sein. Das ist einer von seinen Hinweisen. Ja, absolut typisch für ihn. Okay, mal sehen, ob wir hier irgendwo ein Kreuz finden können. Wenn wir die Schatulle finden, kriegen wir den Schlüssel von Dominguez. Uns fällt schon was ein. Ich weiß nicht, wo das Kreuz sein könnte, aber vielleicht... Hast du was? Ja, Jesus nimmt das Kreuz auf. Hilf mir mal. Fotosensitive Platten.
Geht ganz schön tief runter. Mal sehen, wohin. Oh, da ist ein Spiegelwagen. Na toll. Danke. Station 2. Jesus stürzt das erste Mal. Hier ist eine Inschrift. Ambulate dum lucem habetis. Geh, während du Licht hast. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ja, das war noch einfach. Hier will ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Klingt wie ein Hinweis. Oder eine Drohung. Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Mhm. Der Spiegel ist staubig. Kann man den sauber machen? Ich helf dir rauf. Geklappt! Das Licht zeigt da entlang. Aber standardmäßig wäre das jetzt so ein paar Jahre danach gewesen, wäre es doch gar nicht eingestaubt, oder? Ach, was ist mit denen passiert? Das Licht muss etwas aktiviert haben. Wow. Bist du in Ordnung? Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Oh ja. Hier ist eine Frau zu sehen. Sieh doch, da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. Hier nimmt er wohl das Kreuz entgegen. Ich glaube... Die Leute wurden anscheinend gefoltert, an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Es gibt ja nur die beiden hier, ne? Oh, oh. Upsi. Ja. Das muss Station 4 sein. Sehen wir uns mal die Fresken an. So, da, ich hab's nach da gedreht. Da ist einer tot. Also nach da. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Ich krieg's hin. Ah!
Okay, das war richtig, glaube ich. Das war. Station 5. Jesus stürzt das zweite Mal. Das sieht krass aus. Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien, ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Sieht aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. Sie tragen ihn. Sie heben ihn hoch. Sie wischt ihm das Gesicht ab. Die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumien? Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, Jesus wird ans Kreuz genagelt. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Er trägt das Kreuz. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Sie heben ihn hoch. Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. Okay, den sechsten Weg. Was muss ich jetzt so... Ach, du Kacke. Oh, ich glaube, das wird länger dauern. Sie tragen ihn. Na toll. Tschüss. Vor allem der Rost, der eitert so schlecht wieder raus. Das wird spannend. Sieht aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. Mal gucken, was wir machen können hier. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Das ist es, die mittelste. Ja. Das ist widerlich. Ich bin in der christlichen Geschichte nicht so bewandert. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ding hier drehen kann, weil da drüben ist ja auch noch was. Sieht aus wie eine Kirche. Tja. Stehen da wie Mönche. So, jetzt nehme ich mal die Mitte. Und wenn die auch falsch ist, dann weiß ich es auch nicht. Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert? Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. So, ist drinne. So. Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, zieh es durch. Häng ihn hoch. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Er trägt das Kreuz. Ich glaube, das ist schon erledigt. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Hier haben sie ihn hochgetragen. Ich glaube, das ist das da.
So. Sollte ich falsch liegen? Tschüss. Gar nicht mal so gut. Das alles zu bauen. Wenn jetzt ihn das Licht ausmachen würde. Was ist hier bloß passiert? Mit Gürtel. Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen und dann... Boom. Keine Zeugen. Sein. Nur die Hände des Rechtschaffenen dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Das wärst dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er war total besessen von ihr. Oh oh. In Sicherheit schwimmen? Wo ist Jonah schon wieder hin? Warum haue ich ab ohne Jonah? Ist der ohne mich abgehauen? Ich brauche bald ein bisschen Luft hier. Komm. Ich brauche Luft. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein. Oh mein Gott. Wo ist sie? Keine Ahnung. Ich brauche diese Schatulle. Fick dich! Dann sind wir hier wohl fertig. Amaru! Lass ihn sofort gehen! Lass ihn frei und ich gebe dir die Schatulle. Lara, was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust. Tja.
das weiß ich. Dein Vater war brillant. Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste. Er war mein Freund. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Du hast ihn umgebracht. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Also bitte, Lara. Du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren, Onoratus, die Sonne wiederherstellen. Nein. Ich muss die Bedrohung vernichten. Du feiger, egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und du, Lara? Wie viele hast du auf dem Gewissen, hm? Und vor allem, wofür? Lara, lauf! Haltet ihn auf! Alle Einheiten, hier Commander Rook. Jonah Mayava, du Idiot. Crofts Freund, bei Sichtkontakt. Feuer frei. Ja, Sir. Okay, was tust du? War das Rook? Der gerade eben? Ja. Sollen wir ihn rufen? Nein. Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon. Wir machen hier Folgenpäuschen. Eins muss man ihnen lassen. Das hier ist ein großartiger Ort. Bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.